Eine Untersuchung hat ergeben, Toyota war nicht schuld an den vermeintlich klemmenden Gaspedalen, sondern die Fahrer hatten die Pedale verwechselt. Das kann passieren. Man hat ja in der Fahrschule gelernt, auf die Straße zu gucken und nicht auf die Pedale. Toyota will trotzdem Verbesserungen vornehmen und die Wagen mit 5 Bremspedalen ausstatten, damit die Wahrscheinlichkeit steigt, dass man doch die Bremse trifft. Morgen geht's weiter.